Hallo, der Myopi hier. Ja, willkommen zum dritten Teil meiner Fahrzeug-Setup-Serie. Und diesmal soll es um den Kampfpanzer gehen. Beim Kampfpanzer benutze ich den Umfeldscan im ersten Slot. Das ist extrem sinnvoll, um Infanterie aufzuspüren, die sich entweder mit C4 am Panzer zu schaffen machen will, um ihn zu sprengen, oder um in Gebäuden versteckte Infanteristen auszumachen, oder sonst wildes Soldatengeseuche, was durch die Gegend rennt. Der zweite Slot ist bei mir der Rauch. Früher habe ich auch viel mit der Infrarotsicht gespielt, anstatt des Rauchs. Das gibt einem eben gut die Möglichkeit, versteckte Infanterie, die weiter entfernt ist, als der Umfeldscan es wahrnehmen kann, aufzuspüren und eben Minen auf den Straßen zu entdecken. Die sind durch die Infrarotsicht sehr gut zu sehen. Doch mittlerweile benutze ich lieber den Rauch, weil es doch immer häufiger passiert, dass man durch Soflam markiert wird oder von Hubschraubern mit Laser markiert wird, und da ist der Rauch eine effektive Maßnahme, um die Lasermarkierung aufzuheben. Des Weiteren ist es auch ganz sinnvoll, den Rauch zu zünden, wenn man schwer unter Beschuss steht und repariert wird. Das verdeckt so ein bisschen die Sicht. Natürlich kann man einfach in den Rauch reinschießen, das werden feindliche Panzer auch tun. Nur Infanteristen, die den Reparateur Pio abschießen wollen, die haben es dann doch schon etwas schwieriger, durch den Rauch den Pio auszumachen, um ihn zu töten. Im dritten Slot benutze ich fast immer die Kanistermunition, die ist extrem gut gegen Infanterie, tötet auf nahezu jede Entfernung mit einem Schuss und ist auch wunderbar gegen Luftfahrzeuge einzusetzen und verursacht dort auch einen relativ hohen Schaden, wenn man denn dann trifft. Am besten geht es natürlich gegen Hubschrauber, weil Jet meistens doch zu schnell weg sind oder zu hoch fliegen. Dort ist auf jeden Fall eine sehr gute Alternative folgende: die Lenkmunition, die sogenannte Guided Shell. Die ist besonders zu empfehlen, wenn es größere Maps sind und man öfter einen befreundeten Spieler in der dritten Position des Panzers hat. Der kann dort nämlich auch Lasermarkierung anbringen an verschiedenen Fahrzeugen und auch an Luftfahrzeugen. Und mit der Lenkmunition ist es dann eben möglich, auf Ziele aufzuschalten, auf Bodenfahrzeuge sowieso, und dort eine Rakete abzufeuern, aber auf Luftfahrzeuge auch, wenn sie denn lasermarkiert sind. Und die Guided Shell, die Lenkmunition, zerstört eben Luftfahrzeuge mit einem Schuss. Das ist sehr gut auf so Karten wie Firestorm oder Caspian Border. Meistens jedoch benutze ich die Kanistermunition, weil die Bekämpfung von Infanterie damit wunderbar funktioniert. Ja, das war's zu meinen Tipps für den Kampfpanzer, und wir sehen uns, ich hoffe, beim nächsten Mal wieder.